Verstehst du, und dann am liebsten auf der Top-Lane. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein, was ich auf der Top-Lane. Wahrscheinlich Camille. Oh, jetzt kriege ich langsam die D1-Spieler. Ich habe zu viel LP verloren, Monka ist. Eigentlich will ich den pushen lassen. Schon dann geht halt von top, from bot to top. Wir können halt am Anfang noch theoretisch chillen. Sobald wir halt ein paar Items haben, werden wir halt ziemlich stark werden. Und hat nicht getroffen. Ah, okay, er entscheidet sich gar nicht zu ganken. Moment. My skills eliminate the chaos of Piltover. You lack strategic foresight. Das war ein bisschen unlucky, also die Vision da war ein bisschen brutal. Ich glaube, ich hätte viel mehr Damage raushauen können, eventuell sogar killen können. Nice. Da werden die jetzt pissed sein auf den Adbox. Ich hätte gern Kill gehabt, bin ich ehrlich. Aber, naja. Manchmal kriegt man halt keine Kills. Habe leider keine Ignite jetzt. Aua. Okay, zum Glück pusht er. Er hätte freezen können. Das wäre schlimmer gewesen. Wenn er da gefreezed hätte, wäre wesentlich schlimmer gewesen. Oioioi. 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 Da war ja Top-Lane jetzt alles für die Katz, Junge. Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Das ist schon wieder lustig, Alter. Ich bin so die einzige Lane, die man hier anscheinend ganken kann, irgendwie so ein bisschen. Der Trundle ist halt nicht einmal top. Ja, das war nicht wirklich, ja, nicht wirklich needed, was der da gemacht hat gerade. Der Skin ist sexy, ist ganz cool, aber ich habe das Gefühl, manchmal die Hitbox auf dem B, auf der W ist mega komisch. Ja, der Filler war actually nicht so gut. Kommt dieses Game zeigen, wie nice League sein kann? Ja, natürlich. Ich sag ja auch, League kann ja auch nice sein. Ah, shit. Actually, komm ich da noch ran? Als ob die Katharina top ist. Ja.
Das war easy predict. Easy predict? Ja, der stand schon so. Der hat gerade rüber geht und dann war er da richtig so am Arsch. Da war mir klar, wenn er Flash hat, wird er das benutzen. Von daher, wenn nicht, ist er so oder so tot, also. Nice. GG. Ganz einfach, zu einfach. Ja, ja. Ach man, ey. Dieses Niveau ist teilweise halt echt. Ah, oh shit. AD Carry komplett out of position. Zack, direkt gesnackt. Kein Problem. Bam, bam, badam. Junge, wie mental ist, kann man sein? Ich werde doch nicht 50 Minions vermissen, um eventuell der Botlane was zu killen. No, hell no. Das ist nicht worth 20 Minions. Dann hat er auch noch wieder Ult Pressure und ich habe kein TP, um zu followen. Hell no. Stirb doch einfach nicht 2v2, Botlaner. Stirb doch einfach nicht 2v2, ne? AD Carry, wie wär's damit? Ja, und dann auch noch Platings verlieren? Nee. Junge, mental. Rasch raus. Ich sag, der Double killt uns. Ah, schade. Ich glaube, wenn er mit dem Taunt sogar wartet, Junge, kann er uns Double killen. Aber ist fein. Er hat kein TP. Wenn ihr Toplane spielt, lasst euch nicht von so einem Fickern, by the way, wie so ein Draven triggern davon, ne? Schade. Aber da wurde ich leider gekitet des Todes im Pillar auch. Wo wollte der denn hin? Den haben wir halt auf dem Ward gesehen, Kekwe. So, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein Titanic-Game, glaube ich. Thank you.
Wir sollten. Warum gehen wir da jetzt schon wieder so deep, Alter? Revenues! Junge, weil ich Revenues liebe. Lifesteal in der Lane. Du kannst Turrets angehen, wenn der daneben geführt ist. I don't know, ich finde einfach Revenues fühlt sich so viel geiler an als Titanic. Titanic nervt mich. Weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe einfach Bock. Es macht mehr Spaß, Revenues zu spielen als Titanic. GG! Ceiling von Death Dance? Junge, der Kenner hat da richtig lang überlebt, ey.